Hallo liebe Spirit-Kristall-Gartenfreunde, ich zeige euch jetzt das Update vom August 2017. Leider sind die Updates Juni 2017 und Juli 2017 kaputt gegangen. Juni 2017 ist total verwackelt, ich habe vergessen den Bildstabilisator einschalten, ist eine Katastrophe. Und die Aufnahmen Juli 2017 sind beim Überspielen von der Kamera auf dem PC leider gestorben, verschwunden. Okay, das passiert einfach manchmal. Aber was sehen wir denn jetzt? Die Kartoffeln sind ziemlich fertig. Die schauen nicht nur fertig aus, sondern sie sind auch bald fertig. Das heißt, sobald das ganze Grün abgetrocknet ist, sind sie reif, sind sie fertig. Ich habe hinten schon angefangen bei den Frühkartoffeln ernten. Da habe ich jetzt im Durchschnitt 0,7 Kilo pro Sack. Das heißt, mit der Menge Säcke, die ich da habe, geht sich das aus. Ich komme auf 40, 50 Kilo Kartoffeln für dieses Jahr. Wenn die Wühlmäuse nicht noch was wegfressen. Okay, man sieht den Tabak, der ist schon sehr gelb da im Freiland. Das heißt, da habe ich schon bis zur Hälfte runter geerntet. Gell? Jetzt beginnt gerade die Blütenbildung. Ja, auch die ganzen Geschichten im Sack wachsen eigentlich alle recht gut. Gell? Ich habe nur zu wenig Erde verwendet. Das heißt, wenn man da schaut, bei den Kohlrabi-Pflanzen oder da beim Kaffiol, die sind einfach mickrig geworden. Okay, die sind einfach klein und mickrig geworden, weil zu wenig Erde. Ja, man sieht da hinten, die Kürbisse überwuchern alles, die werde ich jetzt zurückschneiden. Zip, zip, ich lasse genau 2 Kürbisse drauf pro Pflanze, der Rest kommt weg. Ja, genau. So, da sieht man eben den Zuckermais. Der ist schon wunderbar, da haben wir jetzt schon gegessen davon. Große, schöne Kolben, gut befruchtet, ich habe mich ja darum gekümmert. Ah, den Folientunnel füllen wir ein anderes Mal, ich kann nur sagen, er ist mega voll. Okay. Die Kartoffeln wachsen da super. Ihr seht es. Die Kürbisse wuchern alles zu. Die Sonnenblumen sind schon voll reif. Die sind schon beim Abblühen quasi. Ich habe so schöne Aufnahmen gemacht. Das ist egal. Ja. Dann eben der Popcornmais. Wunderprächtig. Jetzt ungefähr auf knappe 2,5 Meter Höhe. Da, der Riesen-Kohlrabi. Schaut euch diesen Kohlrabi an. Den werde ich jetzt rausernten, damit man den anschauen kann. Den müssen wir unbedingt aufschneiden. Ja. Der wird jetzt geerntet. Danke, lieber Kohlrabi, dass du hier gewachsen bist. Ah, alter Schwede. Das will ich sagen. Nenne ich einmal Spirit-Kristall-Kohlrabi. Ja, das ist ein super Riesenteil. Das ist so groß wie ein Kinderkopf. Was? Das ist also groß wie ein Erwachsenenkopf. Ja, und jetzt die Frage ist, ob er holzig ist. Das ist die Frage. Das ist super Hühnerfutter, das wird klein geschnitten. Oder für den grünen Smoothie. Ja, ich würde sagen, ich hole jetzt mal eine Waage und dann schneiden wir das Ding auf und schauen, ob es holzig ist. So, jetzt wiegen wir den Kohlrabi einmal. Alter Schwede, der hat mehr als 3 Kilo. Habt ihr es gesehen? Die Waage schafft es nicht. Da ist die 3 Kilo Grenze. Boah, der hat über 3 Kilo. Ich kann es gar nicht jetzt messen, wie viel der wiegt. Aber schaut euch einmal dieses Teil an. Ja, er hat über 3 Kilo. Mal so weit wie die Feder weg ist, schätze ich fast, der hat 4 Kilo. Also unglaublich. Also über 4,5 Kilo wahrscheinlich. So, dann probieren wir den jetzt einmal aufschneiden. Und schauen wir mal, ob er holzig geworden ist. So. Oh, da ist nichts holzig dabei. Kohlrabi, sondern nur das Schneiden ist gar nicht so einfach. Okay, schauen wir mal. Wunderbar. Schauen wir mal unten, wo man unten schon holzig ist.
ist nicht kalkig. Ja, ich muss sagen, ein Kohlrabi super schmelzt, gell? Über 4 Kilo. Wow. Meine Erfahrung jetzt in Verbindung mit Spiritkristallen ist folgende. Die Früchte werden 20-30% größer. Also ich habe durchwegs riesen Früchte. Allein die Sonnenblume. Die Sonnenblume, die man da hinten sieht, die ist riesig. Also nur so zum Vergleich, mein Kopf und die Sonnenblume. Riesig. Der Stängel ist dicker als meine Hand. Der Stängel ist dicker als meine Hand. Okay? Auch die Zwiebel, wenn man so schaut, die Zwiebel sind riesig. Da steckt jetzt eine Zwiebel neben der anderen. Ja. Ja, alles zusammen kann ich nur sagen, Gartenprojekt ist ein Riesenerfolg. Wir haben also unsere eigenen seit 1. Juli eigene Brokkoli, eigene Kohlrabi, eigene rote Rüben, eigene Zucchini, 5-6 verschiedene Salate, Kräuter, Baumspinat, normalen Spinat, Lauch, dann verschiedenste Kräuter einfach wie Basilikum, Petersilie, so viel. Da sieht man jetzt dann zum Beispiel den Fenchel. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Da drin ist ein wunderbarer Fenchel. Da kommen auch noch Zwiebeln, das ist ein Test für nächstes Jahr. Da, eine Raupe, ist das schön. Diese kleine Raupe darf da gern hier leben. Ja, und das ist übrigens der Chinakohl. Da sieht man noch einen Riesenkohlrabi. Das ist der nächste Riesenkohlrabi mit 3,5-4 Kilo. Und da kommen schon die Winter, der Zuckerhut für den Winter. Das heißt, ich bin gerade dabei, alles für den Winter nochmal auszusetzen. Das bedeutet, alle Kohlarten, also Wirsing, Kohlrabi, Kaffiol, Weißkraut, rote Rüben tue ich noch einmal raus. Das heißt, alles, was ich im Winter noch einmal haben möchte, wird jetzt im August, spätestens wenn so groß ist, rausgesetzt. Ja, das heißt, der Garten ist der Hit. Ja, wir ernähren uns vollkommen. Wir haben alles Gemüse, Kartoffel, Zwiebel. Wir haben eigentlich alles, was man jetzt brauchen kann. Ja, und alles in super Bio, ich nenne es Hyper Bio. Besser geht nicht. Der Boden ist quasi giftfrei, bis auf das, was von den Chemtrails runterregnet. Aber der Rest ist nur Spitzendünger, Spitzeninhaltsstoffe, Urgesteinsmehl, Agnihotra Asche und ganz wichtig, alles ist mit Spiritkristallwasser informiert und wird mit Spiritkristallwasser gegossen. Und viele Pflanzen haben auch Spiritkristalle daneben stecken. Und was man jetzt schon sagen kann, die Energie wird einwandfrei mit übertragen. Das heißt, du hast dann zum Schluss die Energie in deinem Essen und dann wieder in deinem Körperwasser und somit hilft es deiner Gesundheit. Ja, das war das Update. Ah, vielleicht sage ich noch etwas dazu, nämlich da lege ich gerade das neue Feld an. Das heißt, da wird jetzt gemulcht mit Rasenschnitt. Da kannst du schön drunter rotten und umso mehr Rasenschnitt ich habe, umso mehr mache ich darauf. Das heißt, den ganzen Winter können jetzt darunter dann die Würmer arbeiten und nächstes Jahr brauche ich das nur überheben. Du brauchst nicht umstechen, nur überheben und dann ist es erledigt. Ja, vom Tabak erzähle ich mal ein extra Video. Ja, ich rauche übrigens schon meinen eigenen Tabak. Erst Klassik. Ja, wird man dann in meinem Verein auch irgendwie so Kostproben von den Blättern irgendwie kriegen. Mal schauen, wie ich das schaffe. Ja. Okay, dann würde ich sagen, liebe Spiritkristallgartenfreunde, ich zeige euch noch ein paar Impressionen und ja, und viel Spaß beim eigenen Garten.
Und schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr schon geerntet habt, ob es bei euch auch so gut läuft, ob ihr auch Spiritkristalle verwendet. Also schreibt es mir einfach in die Kommentare. Also dann, seid gesegnet, folgt eurem Herzen. Ihr seid wundervolle Menschen. Ciao, ciao. Alles Liebe, dein Waldguru.